So, hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um den Penny Adventskalender. Ich werde den euch wieder zeigen, Tag für Tag, nach und nach. Und in diesem Video geht es um die Türchen 7 bis 12. Und ich würde jetzt einfach sagen, starte direkt mit dem siebten Türchen. Und das siebte Türchen befindet sich hier. Jetzt ist es leider so, dass das Türchen eingedrückt war. Deswegen ist hier eine Seite leider kaputt. Hier ist jetzt enthalten von Litami Wellness & Care die Mandelblütentraum Duftöldusche. Die mag ich gern, die hatte ich auch schon mal in groß. Ist jetzt nichts, was ich mir nachgekauft hätte, aber so in klein finde ich das ganz interessant und werde die auf jeden Fall auch nochmal ausprobieren. Hier sind 50 ml drin, kann man auf jeden Fall gut aufbrauchen und ich finde auch, die ist sehr, sehr schön von der Verpackung her. Also es sieht genauso aus wie eben die große Verpackung von Litami, nur eben in klein. Das finde ich super süß und kann ich gebrauchen, werde ich auf jeden Fall auch verwenden und freue mich auf jeden Fall auch sehr drauf. So, heute ist der 8. Dezember und das 8. Türchen befindet sich hier und das öffne ich jetzt einfach mal. Und im zweiten Türchen war hier zu einem von Kapus die White Magnolia Handseife. Bin ich sehr gespannt, ich habe noch nie was von der Marke gehört. 25 Gramm sind hier drin. Riecht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus der Verpackung. Werde ich auf jeden Fall austesten. Freue ich mich drauf. Und einmal von Nivea Man die Creme für Gesicht, Körper und Hände. Gebe ich vielleicht meinem Vater. Der kann das vielleicht gebrauchen. Wenn nicht, verschenke ich es einfach an den Freund meiner Schwester. Ich denke, der kann das auch verwenden. 30 ml sind hier drin. Finde ich cool. Also das kann man auf jeden Fall gebrauchen, die Seife. Verwende ich ja eh immer, also so feste Seifen verwende ich sehr, sehr gerne im Winter, weil ich finde, die sind einfach pflegender. Aber ja, das war es eigentlich auch. Also das war es vom 8. Türchen und morgen zeige ich euch jetzt das 9. So, heute ist der 9. Dezember und das 9. Türchen befindet sich hier. Und hier ist ein Badesalz drin und zwar von Tete Sepp, das Sundowner mit Orangen Vanille. Das habe ich sehr gern gemocht, als es das noch gab. Ich glaube, das gibt es ja so nicht mehr und war auch eben nur für kurze Zeit erhältlich, wie hier drauf steht. Da ist auch noch ein Rezept dabei, ein Cocktailrezept. Da dabei Alkohol drin ist, wird das gleich weggeschmissen. Und ja, das riecht total toll und das werde ich auf jeden Fall auch demnächst mal verwenden. Ihr wisst ja, dass ich solche Badesalze immer als Fußbad verwende. Und da mag ich die von Tete Sepp auch echt gerne. Und ja, werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Mit Goldschimmer steht hier noch drauf. Also den Goldschimmer habe ich, als ich es damals hatte, nicht wahrgenommen. Aber ja, ich finde das sehr interessant. Und werde ich auf jeden Fall, wie gesagt, ausprobieren. Und das war es auch schon mit dem Türchen Nummer 9. So, heute ist der 10. und das 10. Türchen befindet sich hier. Und das öffne ich jetzt mal. Und hier ist jetzt von Dulgone eine Hirschteig-Fußcreme drin. Die ist mit Aloe Vera und Bisabolol und die soll regenerieren und schützen. Bin ich sehr gespannt. 30 ml sind hier drin. Ich glaube, Dulgone ist relativ teuer. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Und ja, Fußcreme kann man gerade auf den Winter immer gebrauchen. Ich habe jetzt mal dran gerochen. Der Duft ist jetzt nicht so berauschend. Auf jeden Fall werde ich die, wie gesagt, testen und bin sehr gespannt drauf. So, heute ist der 11. Dezember und das 11. Türchen befindet sich hier und das öffne ich jetzt. Hier ist jetzt ein kleines Nivea-Deo drin und zwar das Deodorant Protect and Care ohne Aluminiumsalze. Das hatte ich schon mal und fand das jetzt nicht so gut, weil ich finde, dass wenn man das aufsprüht, man irgendwie noch mehr riecht wie vorher. Aber ich werde es auf jeden Fall verwenden als Raumspray oder vielleicht doch nochmal als Deo ausprobieren. Mal schauen. Finde ich aber nicht schlecht, weil Nivea ist an und für sich eine gute Marke. Freue ich mich auf jeden Fall drüber. Heute ist der 12. Dezember und das 12. Türchen befindet sich hier. Hier ist zu einem von Today, der Eigenmarke von Penny, eine Tonerdemaske drin. Die mag ich sehr gern, die hatte ich auch schon mal. Kann die auf jeden Fall weiterempfehlen. Freue ich mich. Und einmal von Camille eine Hand- und Nagelcreme mit 5% Urea. Die ist vegan und ist noch mit Kamille und ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Für sehr trockene Hände. Ich bin gespannt, 20 ml sind hier enthalten und
Ja, über die beiden Produkte freue ich mich auf jeden Fall. Auch wieder zwei Sachen in einem Türchen. Super, super toll. Der Adventskalender gefällt mir echt, echt gut dieses Und ich Jahr. verlinke euch jetzt gerade einmal die beiden Adventskalender-Videos, einmal den von meiner Mutter und einmal den Ballet-Adventskalender, wenn ihr da noch reinklicken wollt. Und dann war es das für dieses Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde einfach sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Macht's gut und bis bald. Ciao.